Hi, 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 was geht? Na, Kamele, Schäferhunde, zusammen Zebras. Damit ist vieles geklärt. Jetzt willkommen zurück zu einem großen Test. Heute aus dem heiligen Raum, wo der Ton sehr scheiße klingt. Jetzt ist nochmal wirklich die Dings. Oh, jetzt ist ganz schlimm. Was? Textil ist raus, wir haben die Merch-Ecke weg. Ach ja, stimmt, jetzt noch schlimmer. Ne? Was? Was? Hallo! Komm, Merch. Wir machen den großen Buttertest. Es ist ein Thema für Joanna, deswegen muss sie mit dabei sein. Hallo Leute! Ja. Wir haben zwei Brötchen, wir haben für dich Brot, weil du bist Engländer und würdest das Brötchen nicht appreciate. Ich hab's gewusst, dass du was sagst. Es ist immer gegen Engländer, Miguel. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Butters. Ja! Und buttern direkt richtig los, würde ich sagen. Höchstwahrscheinlich 8 Stück davon, die gleich vom gleichen Hersteller nur anders verpackt. Hey. Okay, such du dir mal was aus, Miguel, dann geht's los. Ich soll mir irgendwas aussuchen? Yes. Kräuterbutter. Alles dann mit klar, dem Brot ist ein bisschen kritisch, oder? Ja, weiß ich nicht. Das erste ist jetzt Kräuterbutter. Oh, das wird das ganze Ergebnis komplett verfälschen. Ja, weil es ist eine Kräuterbutter, aber. Ja, wir können auch was anderes nehmen, ne? Nein, alles gut. Wir starten mit der Kräuterbutter. Du hast das genommen, wir nehmen Kräuterbutter. Ich dachte bei dem Tortentest, ich hätte alles erreicht, aber jetzt machen wir einen Buttertest und jetzt weiß ich ganz klar, es kann nur noch getoppt werden vom Sahnetest. Sahnetest? Wie kann man denn Sahnetest? Ja, das testen wir schon irgendwie hin. Viele Leute werden vielleicht sagen, Kräuterbutter wäre keine Butter, aber ich halte das für ein KB-Kräuterbutter. Das ist richtig hart. 3, 2, 1, go. Prost! Ja, geil. Geil. Liebe ich. War auch krank geil. Liebe ich. 1 bis 5 Minis? 5. 5. Mhm. Bei mir auch 5, bin ich ganz ehrlich. Safe. Kräuterbutter beim Grillen auch. Boah! Generell Kräuterbutter ist so ein Win, ne? Also damit wird alles geil. Ich gehe fürs Große. Ich gehe voll rein. So vielfältig ist Europa. Ich will noch mein Butteressen jetzt nicht belehrt werden, was in Europa los ist. Ist schon schlimm genug in Deutschland alles. Aber mit Drama kann man Schottland entdecken. Also Porridge. Das finde ich wieder cool. Porridge. Und Porridge? Porridge einfach. Porridge mit Butter? Das ist immer pflanzlich. Das heißt, das ist Veggie. Das ist Veggie, aber nicht zwingend vegan. Okay. Was auf jeden Fall vegan ist, ist Alsan. Das schmeckt auch wirklich. Ach, egal, da kommen wir später okay. Zu. Hauptsache, also, du kennst schon alle. Danke, ich kenne jede Buttersorten. Ja, du bist Butter. Ich war ja auch so 3 Monate, habe ich kurz gedacht, ich wäre Veganer und dann. Cheers. Cheers. Scheiße. Ist halt so ein Basic-Ding, ne? Ist halt so ein. Ist einfach nur. Das gut. Punkt das schon. Bin ich ganz ehrlich. Das ist bei mir auf jeden Fall so 3,5 von 5. Ich mag es nicht. Ich mag diesen Margarine-Nachgeschmack einfach nicht. Ich würde sagen 1,5. Boah, okay, crazy. So 3. 3 auch? Okay. Ja. Probieren wir jetzt Präsident. Präsident. Das packen wir schon mal geil. Die ist vielleicht schon offen, weil vielleicht jemand beim Frühstück schon genascht hat. Ich möchte diese Person mit einem Bart an diesem Tisch, Vollbart an diesem Tisch, vielleicht nicht unbedingt ins Outen, aber dieser Fall. Das Joanna? Es könnte Joanna, was soll die Scheiße? Oh mein Gott, das fühlt sich ja geil. Ja, weil du so da durchpuppelst. Da sind Salzkörner! Ich dreh durch. Ach du meine Güte. Also Look und Feel ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Was für eine geile Verpackung. Und es heißt halt Präsident, ne? Präsident. So ein bisschen wie das Wagyu unter den Buttern. So mit der Marmorierung einfach. Mein Gott, sieht das geil aus. Ja, ist einfach sick. Okay. Cheers, ne? Mhm. Das ist geil. Boah, die ist richtig geil. Was? Dann gönnst du dir manchmal. 100 Punkte. Absolut 100 Punkte, das ist ja so geil. Das ist eine einzige Mahlzeit. 6 von 5 auf jeden Fall. 6 von 5. Ich sag mal. Ich hab morgen gefrühstückt, Mann. Es ist eine 6 von 5. Ist echt sick. Die ist echt geil. Wow. Ich sag 5. 100. Okay. Ich meinte, du bist ganz ehrlich. Miggi, du bist dran. Dann nehme ich mal die Kerry Gold. Aber jetzt normale Butter hatten wir ja noch nicht, ne? Okay. Normale Butter. Gibt's normale Butter hier? Was wäre das? Das hier, deutsche Markenbutter. Und so eine Almbutter, so eine Sauerrahmbutter ist auch relativ normal, würde ich sagen. Die ist geil. Das ist die geilste, aber wegen Salz halt, ne? Das ist ein Treat. Ja, Meersalz. Schön. Ja, Meersalz ist mehr. Aber auch gutes Meersalz gibt's bei Ankerkraut. Link in der Beschreibung. Okay, jetzt reicht's. Alle schon direkt trainiert. 3, 2, 1. Auf die Butter. Ich finde die auf jeden Fall geiler als die Rama. Auf jeden Fall. Geil. Ja, ist auch Butter. Rama ist scheiß Margarine. Ja, okay, true. Auch geil, finde ich. Boah, die geschmolzen auf so einem Toast, ey. Und damit so Käse geil drauf, ist es einfach sehr sick. Ich finde, die ist schon eine 4. Die ist eine klassische 4 von 5.
Ist eine sehr solide Butter. Ist eine 4. Ist bei mir eine 4. Ist bei mir eine 2,5. Oh, echt? Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Also vielleicht ist das krass überwiegende Salz von dem und auch der Flavor von der Butter, aber das hat gerade so abgestunken bei einer salzigen Butter. Da fand ich auch das Straight-Up-Butter-Ding einfach sicker, muss ich sagen. Es ist Margarine. Ich möchte, dass wir da einen klaren Unterschied machen. Es tut mir sehr leid. Es ist mir sehr wichtig. So, when we go to the... Ja komm, voll Vegan jetzt. Vegan! Die Aslan. Ne, wie heißt die? Aslan. 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 Aslan heißt die nur bei mir. Aslan heißt die nur bei mir, ja. Aslan. Ganzes Video über. Ja, Aslan Butter, Aslan. Wie heißt die wirklich? Aslan. Aslan. Ja, Aslan ist nah dran. Ne? Aber die war doch im König der Löwen. Ist das nicht Aslan, der sich von der Klippe gestoßen hat? Das ist nicht Aslan, Alter. Prost. Okay. Tschüss. Tschüss. Die ist gut. Also ich finde, das ist die beste Margarine, die es gibt. Weil ich finde, die schmeckt einer klassischen Butter am ähnlichsten. Schmeckt natürlich. Ja, schmeckt sehr gut. Ne? Das hat nicht diesen fiesen Margarine-Nachgeschmack. Das stimmt, ja. Eine 5er, absolut safe. Das ist eine 4. Das ist bei mir eine 1. Eine 1? Schmeckt da absolut gar nichts. Entweder habe ich gerade Corona oder es ist einfach nur noch kalt. Also schmeckt für mich auch noch nichts. Riecht für mich auch Corona safe. Hab ich Fieber? Dann nehmen wir jetzt ganz klar diesen Butterschmalz, der auch wie GE, wie wird das genannt? Gönn. Ist auch scheißegal, Butterschmalz ist glaube ich nichts fürs Brot eigentlich. Aber überhaupt nicht, gar nicht. Das ist zum Braten, aber ich denke, also ich esse das jetzt auf jeden Fall, wenn ihr nicht mitmachen wollt, ich werde es enjoyen, denke ich. Butterschmalz? Hä? Das isst man doch nicht. Nee, aber ich könnte... Kein Spritzen, hoch erritzbar, laktosefrei, okay? Ich wollte das einfach als Vergleich mal mitbringen. Komm, ich bin auch interessiert. Und dann fängt wenn ich einfach gleich alle kotzen, dann ist Joanna schuld. Ich hab gesagt, ich esse das auch alleine, Guys. Boah. Schmeckt halt echt wie eine Fritteuse, ne? Übelst. Boah, heftig. Schmeckt halt ein bisschen so, als hätte man Zwiebeln in Fett gebraten und daraus dann wieder so eine Butter gemacht. Zu viel. Ist zu viel. Ich bin nicht abgemeldet. Mein Geschmack. Nee, feier ich nicht. Hat mir schon zugesagt. Nee. Ich sag eine 3. Also, ich finde es besser als das, wo ich nichts geschmeckt habe. Deswegen ist 1,5 nur. Nee, ich finde es 0. Crazy. Das schmeckt das gar nicht. Gut, das ist doch nicht fürs Brot, Leute. Also, ich bin mir sicher, dass ein paar Leute schreiben werden, die machen sich morgens Butterschmalz drauf. Ich kann mir das nicht verkaufen. Ich mache mir jetzt 5 Accounts nur, um das zu bestätigen. Ich bin Butterschmalzfrau. Du bist dran, Biggie. Ich bin dran, dann nehme ich die hier. Die Classic. Die deutsche Markenbutter. Das ist die klassische Butter. Ui. Ja, da ist ein Loch drin. Hat eine Delle. Ja, hoffentlich vergünstigt. Marketingabteilung von Lidl, wenn ihr zuguckt, ändert euren Slogan. Ändert euren Kack-Slogan endlich auf: Ich liebe Lidl. Es ist einfach catchy. Ich weiß jetzt wieder nicht den Slogan von Lidl. Lidl lohnt sich. Ja, das ist ja dumm. Ich liebe Lidl, ich liebe Lidl. Ist viel cooler. Sag das mal 10 Mal jetzt. Ich liebe Lidl, ich liebe Lidl, ich liebe Lidl, ich liebe Schniedel. So. Gut. Könnte passieren. Das Butter. Ja, strong. Das ging das vegane Ding. Ich habe nichts gegen vegane Ernährung. Ist aber so ein Unterschied. Das ist im Prinzip so, als hättet ihr gerade so Milch jemand auf dein Brot noch nachgeschüttet. Oh, ich bin so in Trance jetzt. Ne? Ja, es ist war schon, das geil gerade. Es ist ein fucking kranker Unterschied. Wunderschmeckt, da kommen Unterschiede. Also ich finde trotzdem, dass die Alsan na Butter in ihrer Butterform so, ne? Form am nächsten. Ja, safe. Geschmacklich, aber trotzdem eine Welt dazwischen. So. Ja, natürlich. Also nicht ja Welt, ich würde schon ein Universum dazwischen hauen. Es fehlt einfach dieser buttrige Untergeschmack, den man halt kennt. Ja, Milch. So Milchkick noch am Ende. Ja, weißt du, so richtig Milchkick. Sahne. Ja, aber auch nur das, was man von so einer guten Butter kennt. So, von einer guten Weinmilch. Ja, von so einer guten Butter. Meine Oma hat immer gesagt, das ist die gute Butter. Und aus wie viel Städte kommt das hier? Hier mal links das Ding komplett. Ich habe hier eine Bio Arla, fast Aral gesagt, Butter. Streichzarte Bio-Butter. Das klingt so geil für mich. Oh, wow. Oh, jo, das ist geil. Oh, jetzt so den Shot so gerade sehen. Sein, hier mit dem Messer in die Butter rein. Das ist geil. Wie schmeidig das da raus. Oh. Okay. Ich glaube, ich kann nicht. So, 5, 5, 3, 5. Los. Haftbefehl, tschüss. Das war auf jeden Fall ein bisschen zu viel Butter. Sehr geil. Ja, liebe ich komplett 5 von 5. Es gibt Leute, die hassen Butter. Was seid ihr für Menschen? Was geht bei euch? 3, na 2. 2,5. Bei mir auch 2. Was, okay, ich muss ganz kurz verstehen. Was stört euch an dieser Butter? Geschmacklich nicht so intensiv wie die andere. Ja, sehr basic wieder, ne? Ja. Dann nehmen wir jetzt die Soyola natürlich mit vegan. Die Deli ist auch auf jeden Fall vegan. Ne? Cheers. Cheers. Boah, null. Boah, das ekelhaft. Entschuldigung. Es ist echt ein kranker Eigengeschmack. Voll. Weiß ich nicht, kann ich schlecht sagen irgendwie.
irgendwie schmeckt es aber auch irgendwie gar nicht. Boah, schmeckt das scheiße. Ich ganz sorry, ich übertreibe auf jeden Fall, aber ich finde es nicht lecker. Nee, ich finde es auch absolut nicht lecker. Bei mir ist auch eine 0. Schwierig, weil es hat wenigstens Taste. So, es hat wenigstens krass, irgendwas. Aber so, ne? Zu, also das kann ich mir halt in nichts verbindungsmäßig vorstellen. Das so, das übertüncht ja alles, was du dir drauf schmierst. So das mit Nutella, das würde ja nur nach so einer Nuss schmecken. So aber wenn du das irgendwie in eine Pfanne anbraten würdest mit irgendwas, ja, genau, könntest du vielleicht so einen geilen Taste abgeben. Okay, ja. Aber jetzt so fürs Brot, wie wir es so testen, auch geschmacklich nicht. Ja, okay, vielleicht ein bisschen zu intensiv, ja. Okay, Migi, wir haben noch zwei. Wir haben entweder die Bezell Proaktiv, cholesterinbewusste Ernährung oder nehmen wir die. Die Bio-Almann-Butter. Yes. Bio-Almann-Butter. Almbutter. Das wird jetzt wieder richtig geil. Ich fühle, oh, wie man so die Butter hier abmacht, da weiß ich schon, das wird jetzt richtiges Erlebnis. Einfach gegessen. Cheers. Ja. Boah, krank geil. Die ist echt geil. Die finde ich auch geil. Die finde ich richtig geil. Das ist mein, Präsident geil, ja. Ist geiler, aber von den Butters ist das mein Favorite. Basic Butter auf jeden Fall. Die finde ich auch richtig geil. Die finde ich wirklich richtig lecker. Boah, ist das geil. Kühe genießen großzügigen Auslauf in Herdengemeinschaften auf ökogepflegten Landwiesen. Kommt uns allen zugute durch mehr Artenvielfalt, Insekten und Pflanzen. Korrekt. Alright, jetzt let's go. Weight Watchers, Alter. Ey? Weight Watchers? Mm-mm. Für Cholesterinbewusste. Reich an Omega-3, das heißt, da sind viele Fische drin oder wie ungesättigte Fettsäuren, 60% gesättigte Fettsäuren als Butter, 100% pflanzlich. Ebenfalls vegan. Schmutz. Die sieht auf den Bildern so crazy aus. Das hat so einen Rotstich. Sieht ein bisschen aus wie so Lachs. Oder wie so püriert. Frischkäse. Riecht zumindest crazy. Seid ihr bereit? Vieles letzte Erlebnis. Cheers. War so eine schöne Zeit mit euch. Das schmeckt krank scheiße auch. Oh mein Gott. Muss ich da. Das ist so ein. Keine Ahnung, das finde ich eigentlich ganz, ganz schön. Schmeckt wie eine Nase. Nase? Boah, ich kann das ist noch schlimmer als die andere. Die ist wirklich sehr schlimm, ja. Hey, ich finde die so schlimm? Die finde ich wirklich. Hey, die finde ich gar nicht so schlimm. Die finde ich wirklich. Das würde ich so ein Abendbrot-Ding essen. Boah! Das schmeckt wie eine Nase. Das schmeckt für mich minus 1 auf jeden Fall. Ja, bei mir ist auch minus 1. Es schmeckt wie eine Nase. Okay, übertreib. Also, wo schmeckt das? Scheiße. Das hat voll den komischen Nachgeschmack. Es schmeckt einfach nicht. Okay. Es schmeckt einfach wie so eine Nase. Ich finde, es schmeckt wie Rotze. Was? Ja. Okay, also ich finde, es schmeckt gar nicht nach Butter. Es schmeckt einfach wie so ein weiches Erzeugnis aus scheiß Geschmäckern. Okay. Okay, das ist echt cool. Okay. Ey, sorry. Ich bin komplett übertreiben. Krasse Meinung, sie sind wieder da. Ich finde es auch krank nicht lecker, okay. muss ich sagen. Das heißt, großes kurz. Finale, Favorite. Ja, können wir nochmal ganz kurz die Präsidentenbutter einfach nochmal essen, um zum Ende nochmal so einen schönen Moment auch rauszuhauen. Das finde ich sehr gut. Leute, also, please sponsor us. Ruft an. Bitte wir einfach lieben mal. Euch. Wir würden uns auch damit eincremen. Oh ja. So, also im Album. Aber ist immer noch YouTube. Wäre das schlecht für die Haut? Butter? Oh mein Gott, ey, ganz kurz können wir uns kurz angucken, wie absolut geil das schon aussieht. Dann gönnen wir uns, lasst gerne eine Bewertung, ein Abo und alles Mögliche da. Schaut bei den anderen beiden vorbei. Bis dahin, haut rein. Eure Puttis. Euer Präsidente. Tschüssi. Geil. Einfach geil. Alles gut daran. Geil. Boah, mit Ketchup. Miguel! Butter. Geil. Raus. Warum? Nee, hör auf zu reden. Raus. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.